Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Hand. Heute geht's endlich bei dem Katana rein. Genau, mit dem decke ich dann meinen ganzen Nahkampf ab. Deswegen habe ich auch keinen Knuckle, Ball, Knife, Dingsbums mit für Nahkampf. Deswegen habe ich mich da mit Fallen eingedeckt. Und für Long Range habe ich dann die Uppercut Precision mitgenommen. Ist, finde ich, ein ganz geiles Duo, ganz geile Kombi, hat ganz gut funktioniert. Die Bosse kriegt man mit dem Katana eigentlich auch recht easy weg. Seht ihr jetzt im Video, bis auf den Assassin. Der ist halt gegen Schnitt und Piercing nicht so anfällig. Aber ansonsten hat das Ganze ganz gut funktioniert. Und ich habe auch ein bisschen Grounded gespielt, hin und her teleportieren. Ist auch ganz geil. Ja, ich wünsche euch viel Spaß. Schön über das Licht ausschalten hier. Alter Falter, geht das fix. Der wird gemeldet. Rechter. Hä? Jetzt warten die beide dort hinten oder was? Fuck, ich habe ihn gerade gesehen. Dankeschön fürs Warten. Das
war's, oder? Gott bless, ey. Nein! Ah ja, Full Banish, stimmt. Hab's vergessen. Da hatte ich gerade Glück, dass das so zeitverzögert war. Hat sich hier wenigstens irgendwo runtergelegt. Fuck. Hat er gerade nachgeladen oder was? Das müsste doch gewesen sein, oder? Nee. Dein Gift ist mir sowas von egal, Dude. Oh, nicht schlecht. What the fuck? Nicht dein Ernst. Okay, wenigstens habe ich ihn auch erwischt. Nicht schlecht, Meister. So, tschüss mit dir. Oh, jetzt hatte ich ihn fast übersehen. So. Und dann sind wir kein Arschloch, so wie der letztes Mal. Vielleicht wären sie ja noch gierig.
Oh shit, das wär's gewesen. Oh. Dankeschön. Oh, was ist denn heute los? Ich habe wenigstens endlich meinen blöden Katana-Kill. Und die Fallen haben sich auch gelohnt. Geil. Okay. Nice. Ah ja, das war dumm. Uiuiuiui. Ah, so, wo liegst du, Meister? Dich habe ich hier hinten irgendwo gekillt, ne? Ach, hier. Ah, geil. Da hat sich wenigstens gelohnt, Alter. Ah. Wie du dich gegen Katana schlägst. Wo bist du? Komm her. Renn da nicht weg. Okay, also wenn er stechen. Davon. Und tschüss. Bazinga. Geil. Ist da hinten noch einer unterwegs? Der ist hier unten drin.
Doch nicht. Ist er hier? Aha! Hier irgendwo ist noch einer. Oh Gott, ich dachte gerade, da steht er. Bazinga! Stehst du nochmal auf? Oh ja! Du alter Solo! So wollen wir das natürlich nicht! Schön liegen bleiben. Geil. Das ist optimal Fall gewesen jetzt hier. Im Katana rein, während die einen Boss machen. Nee, Meister. Da musst du jetzt leider durch und warten. Wenn du jetzt liegen... Okay, ich kann jetzt nicht so liegen lassen, ne? Oh, der Ankatana dabei. Hat er. Muss ich leider so machen, Meister. Drilling und Katana, lecker mio. Zu. Wo habe ich nicht niedergeknüppelt? Hier. Meister, du hättest so lange warten können, weißt du? Will dir es nicht einsehen? Ich meine, dass er vorhin aufgestanden ist, dass er nicht mehr brennt, ja, das habe ich verstanden.
Aber jetzt, der hätte einfach hier bleiben können und warten können. Und dann war's das heute auch schon wieder mit dem Video. Die ersten zwei Runden waren halt vor allem Uppercut Precision, aber er halt ist halt auch nochmal ein Shooter, deswegen ist es auch nicht so einfach in ja, Close Quarters Combat zu kommen. Dafür hat es bei der letzten Runde, finde ich, jetzt richtig geil funktioniert. Das, so stellt man sich das vor, man kommt zu dem Team dazu, wie es gerade ein Boss macht, würde die zwei fighten, dann kommt man rein und kann dann schnetzen. Genau, deswegen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie findet ihr es, Katana, bisher? Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank, macht's gut. Ciao. Ciao.